willkommen zu einer neuen Folge Gaming Not Wins. Unsere Mama hat heute Geburtstag und wir wollten sie unter anderem ein Video zu ihrem Geburtstag drehen. Schenken. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wie süß. Die Fernsteuerung war gerade irgendwie war echt detailreich. Deutsch. Spiel starten. Hä? Hey. Das war bestimmt. Charakter kommt ja später. Professor Eich, höchst persönlich. Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor William. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise leben. Ach komm. Für manche sind sie nur niedliche Begleiter. Was mich kann doch kein Leben. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Er studiert noch. Okay. Aber jetzt erzähl mir außerdem. Ja, ich sehe. So weiße Haare sehen cooler aus, aber. Ja, wir können heißen. Wie? VW? Nicht VW. Gaming Not Wins will oder will. So? Nein, VW. VW! Wie wir es einmal gemacht haben. Windien. William. VW ist kein Name. Windien. Das, wirklich das haben wir doch auch im letzten Set gemacht. Echt, der ist so klein. Klein. Oh, nicht klein. Dass ich das alles mit einem Joy-Con machen muss. Das nervt. Ja, unser Name ist. Nicht ich eigentlich nicht. Okay, und das ist ein weibliches Pikachu. Die sind eh süßer. Und, oh Gott, ich bin froh darüber. Und den nennen wir WV, oder was? Ja, WV. Okay. Eigentlich sind beides ja keine Namen, aber du, William, du kannst selber was machen. Da mache ich's doch. Wenn ich Hauptcontroller. William, das verschwendet mir Zeit. WV. Ja? Ja, er heißt WV. Pikachu ist richtig süß in dieser Sequenz. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Ein Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go! Nein! Spring in den Fernseher. So. Oh! Ich lebe! Ich bin entstanden. Oh, ich bin entstanden. Oh! Ich bin auf der Welt. Wie sehe ich denn aus? Ich bin auf der Welt. Nee. Die Fernsteuerung ist doch nicht terrorisch. Das habe ich schon gesagt. Okay. Hier sind Tipps für Trainer. Da ist eine E-Mail von WV in deinen Posteingang. Hey WV! VW! Hier schnell noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Weiß ich. Neige den Control-Stick, wenn du rennen willst. Weiß ich. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spiel. Ja, weiß ich. Das kennen wir alle schon, okay. Ja, wir sehen uns morgen. Okay. Weiß ich auch. Hey, ich bin's. Ist du schon auf den Beinen, VW? Ich komme hoch. Bist du blind? Ja, siehst du doch. Guten Morgen, VW. Ich glaube, das war so einfach. Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Du bist noch nicht sehen sehnlos aus. Also, wie können wir dann verdutzt aussehen? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. An dem... Ja, der Tag... Unser erster Tag als Pokémon-Trainer.
Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Minus, minus. Ah, Sekunde. Ah. Ja, das habe ich mir schon angesehen. Ich weiß schon alles. Ja. Wieso erkennt das Spiel nicht, weil wir es schon gelesen haben? Du. Eigentlich mag ich das Spiel. Aber die Top 4? Ja, also die Top 4 sind wirklich übertrieben schwer. Der Fernseher hat mich allein gegenseitig. Gar nicht. Ja. Er rennt irgendwie mal. Let's Go Pikachu, da haben wir entdeckt, dass unsere, dass diese Joy-Cons verbuggt waren. Ja, diese Joy-Cons. Ja. Aber nicht die, die wir jetzt gerade benutzen. Unsere alten Joy-Cons. Also das sind ja unsere neuen. Ja, was? Komm. Wann bin ich da reingegangen? Wie? So, jetzt so euch. Wenn die Wii-Controller so... Vielen Dank, Freunde. ...so klein gewesen wären, wäre es viel besser. Ne? Ja. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut! Das kann der Taubsisch, oder was? Taubsisch. Was? Oh, sieh euch an, wenn das mal nicht VW ist. Dass er es gar nicht komisch findet, dass wir VW heißen. Ach, stimmt ja. Ich hatte versprochen, dir und VW... WV... Was wäre gewesen, wenn dieses Pikachu jetzt nicht auf, auftreten würde? Ja, dann lass uns doch gleich zum Labor. Dann wäre das Spiel nur halb so gut. So, Pika. Hm? So ist das. Sowas. Na, so ist. Ach, wie süß Pikachu ist. Oh, ist sogar ein weibliches. Schön. Okay, mal sehen. Komm. Also weibliche sind viel süßer. Ja, schön. Er hat die Ehre. Ja. Ich bin Pokémon Go, ich weiß. Ja. Ah! Oh. Einfach fabelhaft. Er hat die Ehre, mit einfach fabelhaft gefangen zu werden. Er hätte eigentlich die Ehre, mit einem Weiß dabei gefangen zu werden, aber ja. Kriegen wir hier ja nicht. Pikachu würde gefangen. Pikachu mag jetzt nicht in einen Pokéball zu gehen. Ja, aber das ist auch ein anderes Pikachu. Stell vor, man könnte hier Ash spielen. Ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass es dein allererster Fang war. Klar. Ist klar. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und dir schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinem Pikachu sogar einen Spitznamen geben. Ja. Ich nicht. He-Man. Wir nennen ihn He-Man. Aber ein Lebendiges. Achso, nee, Cheerer doch. Das ist ja weiblich. Doch. Nicht Cheerer. Doch? Hey, warte doch. Komm zurück. Wir nennen Cheerer. Weil wir haben in einem anderen Nutzer ein männliches Pikachu He-Man genannt. Ja. Wenn das ja ein weibliches nennen wir Cheerer. Professor. Da das ja ein weibliches ist, nennen wir Cheerer. Ich könnte schwören. Ist das normal so? Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Pikachu, das VW eben gefangen hat. Was? Du hast das Pokémon ganz allein gefangen, VW? Und schätzt uns nicht. Wir werden schätzen. Wow, habt ihr das gesehen? Haha, dieses Pokémon ist wirklich quick lebendig. Und richtig stark. Du werdest perfekt. Heb den Pokéball auf. Du meintest wohl, nimm den Pokéball. Der ist ja nicht mal auf dem Boden. Ja, aber das ist schon irgendwie aufheben, oder? Ja, aber... Oh, so süß. Wird dann gleich auch als Korb mitspielen. Pikachu, oh, wie süß es ist. Pikachu ist mein Lieblings-Pokémon. Ja. Und Mew ist mein Zweitlieblings-Pokémon. Ja, eigentlich hüpft Ash Pikachu aus dem Pokéball, weil es nicht will. William. Shira? Ultra Power. Shira. Mach Edynalos. Nein! Gut, dann kein Spitzname. Ey, Vincent! William, du weißt doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie Shira geschrieben wird. Ja, dann mache ich es. William.
Heißt doch einfach Y. Ja, ich weiß. Das sieht ein bisschen bescheuert aus. Ne? Ja, doch. She-Ra wird doch so geschrieben, oder? Nein! Ach, ist nicht schön. Ja, okay, dann halt kein Spitznamen. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. WV erhält Evoli von Professor Eich. Ja, Evoli finde ich auch sehr süß. Also ist er auch eigentlich stärker als Pikachu? Ja, doch. Oh, ein Moment. Ja, Aufgabe. Ja, und also Reise mitnehmen. 50 Pokébälle. Und Pokédex. Hä? Wer ist dieser geheimnisvolle? Dieses geheimnisvolle Bild. Und welches? Sein. Das ist eine Art Hightech-Lexikon, das deine Seiten mit, selbst mit dem Internet füllt. Hier, VW und WV, diese beiden Exemplare schenke ich euch. Danke. Pokédex. Die gesamten Daten eines Pokémon überwiegen. Wenn man es gefangen hat, weitergemacht. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Ja. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt jederzeit griffbereit. Das kann doch nicht sein. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu finden. Das hat er doch gerade erst erfunden. Ja, solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Hey, das ist unlogisch. Er hat doch gesagt, er hat es. Er träumt schon seit langem davon, einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Aber er hat es doch erst vor kurzem erfunden. Ja. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch schon auf den Weg. Das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf unserer Reise so vielen Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht länger warten. Ich mache mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht hetzen. Bis später. Also, als wir Let's Go Pikachu durchgespielt haben, also die Story, da stand ja am Ende des Abspanns Ende. Dann haben wir uns richtig komplett die Augen aus den... Wie nennt man das? Okay, wir haben sehr doll geweint, weil wir dachten, das Spiel jetzt vorbei, nie wieder. Wir haben dann das einfach Ende. Und dann? Jetzt wahrscheinlich, wir haben gesagt, wir haben dieses Spiel geliebt. Ja, haben wir. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz alleine gefangen. Und dann hat William gesagt, drück mal A und es ging weiter. Da bin ich sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah, Pikachu, wirklich niedlich. Pika, Pika! Pika, kennt sich wirklich gar nicht mit Pokémon aus. Ui, es ist ja ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet euch jetzt ins Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ja. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Ja, deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Du erhältst eine Karte von deiner Mama. Danke. Du verstaust das Item in Beutel. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in dein Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. Das ist alles? Was? Was? Die sagt einfach nur, passt auf euch auf. Sagt niemals, ich werde euch sehr vermissen. Was hast du erwartet? Ich werde dich sehr vermissen. Das habe ich erwartet. Pokémon. So, sind wir es Vorbilder für dich? Spring einfach runter. Das soll hoch sein. Hä? Wo sind die Pokémon? Wo sind die Pokémon? Ah, das sind nur Rabler. Wichtig für die erste Arena. Ja. Ziel und tschüss. So. Dann halt so. Zum Glück. Und nein. Gut. Mit gut gefangen. Schade. Wir werden von jedem Pokémon nur eins fangen. Außer wir wollen einfach mal ein Shiny-Pokémon fangen. Ich hab doch mal wie
Habe ich schon. Es wird oft mit Unkraut verwechselt. Versucht man es aus der Erde zu ziehen, stößt es einen fürchterlichen Schrei aus. Ist eine Alraune. Und dass man stirbt. Oh, okay. Also wenn Alraunen schreien und ein Mensch das ohne Kopfhörer hört, dann stirbt er. Ein wildes Taubes erscheint. Also, oh mein Gott. Alraune aus Harry Potter. Am Anfang schafft man das immer, dass die Pokémon im Ball bleiben. Die kommen wirklich dann nie raus. Ja, da. Schön. Ja, schön. Für Taubsi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein sanftmütiges Pokémon, welcher lieber Sand zum Schutz aufhörte, als zurückzuschlagen. Okay, Taubsi wurde in der Taubsi jetzt gefangen. Und wir müssen die Folge jetzt beenden. Tschüss, bis zur nächsten Folge Gaming Not Twins.